Vielen Dank, Herr Präsident. Von den 4 Tagesordnungspunkten, die jetzt hier gemeinsam behandelt werden, möchte ich über zwei sprechen. Das eine ist der Energiekostenzuschuss für Non-Profit-Organisationen. Da haben wir grundsätzlich bei diesen ganzen Milliardenförderungen der Energiekostenzuschüsse nicht zugestimmt, weil wir der Meinung sind, dass das zusätzlich inflationsanheizende Effekte hat, nicht unerheblichen Ausmaßes. Wir werden aber hier diesem Gesetz zustimmen, und zwar aus zweierlei Gründen. Einerseits ist es sowieso keine Zweidrittelmaterie, und zum anderen sehen wir nicht ein, warum jetzt ausgerechnet der gemeinnützige Sektor, die Non-Profit-Organisationen, also mit Masse das Ehrenamt, also Organisationen, die eben nicht unternehmerisch tätig sind, hier quasi diskriminiert werden sollten und nicht in den Genuss unter Anführungszeichen dieses Energiekostenzuschusses, der ja nur eine Teilabdeckung der erhöhten Energiekosten, über deren Ursachen ja schon zigfach geredet wurde, darstellt. Insoweit stimmen wir zu. Wir stimmen zu, dass die vielen, vielen Sportvereine, und ich verweise hier auch auf entsprechende Anträge meiner Kollegin Petra Steger, genau in diesem Sinne, dass die vielen, vielen Feuerwehren, Kunst- und Kulturorganisationen, religiöse und kirchliche Vereinigungen, Non-Profit-Organisations aus Weiterbildung, Bildung und Wissenschaft eben diesen Zuschuss zur Abdeckung der erhöhten Energiekosten auch bekommen. Kollege Marznetter hat schon angemerkt, die politischen Parteien sind auch ausgeschlossen, die politischen Akademien nicht. Das sehen wir ebenso als Mangel. Im Gegensatz zu Marznetter ist uns dieser Mangel aber nicht groß genug, um dem Gesetz grundsätzlich die Zustimmung zu verweigern. Darüber hinaus gibt es einen Entschließungsantrag der SPÖ, lautend eben auf keinen Energiekostenzuschuss für politische Akademien, dem wir auch zustimmen werden. Der zweite Tagesordnungspunkt, zu dem ich sprechen möchte, ist der Antrag der Kollegin Götze-Haubner zur Evaluierung steuerlicher und sonstiger Maßnahmen zur Unterstützung und Förderung des Selbstständigen als Teil des KMU-Berichts. Also das ist ein Antrag in der Kategorie, wo sich die Bundesregierung selbst auffordert, irgendetwas zu machen, noch dazu hier den KMU-Bericht zu ergänzen um das Thema Fort- und Weiterbildung von Selbstständigen. Es mag ja schon sein, dass das eine bestimmte Bedeutung hat, aber das ist eher, schließe ich mich auch Kollegen Margreiter an, der im Ausschuss das Ganze als Showpolitik bezeichnet hat. Das würde ich auch so sehen, nicht nur würde, sondern ich sehe das auch so. Kollegin Jaitler-Cincelli hat schon vorher erwähnt, dass gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen, also das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft, Unterstützung brauchen, gebeutelt wurden in den letzten zwei bis drei Jahren. Und da reicht es, eine Selbstverständlichkeit ist es, diesen Unternehmen Verständnis, Respekt und Wertschätzung, ich zitiere sie, entgegenzubringen. Aber darüber hinaus könnte es durchaus auch ein bisschen sein, Senkung der Lohnnebenkosten, könnte es sein, eine deutliche Senkung der Bürokratie, mit denen viele kleine und mittelständische Unternehmen hier zugeschüttet werden. Da könnte sein, dass die Verwaltung, die an sich diese Unternehmen servicieren sollte, in ihrem Tempo erhöht werden. Könnte auch sein, dass die Energiekosten für diese Unternehmen dramatisch gesenkt werden, indem man die Ursachen dieser Energiekostensteigerungen angeht. All das machen sie nicht. Also bei allem Verständnis für Verständnis, Respekt und Wertschöpfung für die Unternehmen, die selbstverständlich auch die Freiheitliche Partei für diese Unternehmen hat, das ist halt ein bisschen wenig, wenn einer von den 4 Bereichen, die ich gerade aufgezählt habe, umgesetzt werden würde von der Regierung, dann wären die kleinen und mittelständischen Unternehmen wahrscheinlich mehr geholfen als mit Verständnis, Respekt und Wertschöpfung. Das ist eine Selbstverständlichkeit.